Und hier kommt der nächste Film. In diesem Clip geht es um Rheinmetall, Deutsche Post, Telekom und Bayer. Wir fangen mal mit Rheinmetall an. Das ist der Monatschart. Wissen sollte man, dass am 4.5. ist der Q1-Bericht und am 9.5. die Hauptversammlung. Das sind so die Megadaten momentan. Es gibt sogar Leute hier, ein Shortseller, Cube Research Technologies, der geht die Short, also das halte ich für falsch. Ich weiß nicht, was er sich davon verspricht. Die haben Aufträge für die nächsten, ich möchte nicht sagen Dekaden, aber die sind safe. Sowas würde ich nie Short gehen. Short gehen kann ich mir überlegen, wenn wir hier drunter sind. Wie gesagt, ist der Monatschart unter 140. Das sehe ich momentan mal überhaupt nicht. Klar sind sie technisch hoch, ja, weil die sind ja auch ordentlich gestiegen hier vom Januar letzten Jahres. Ja, von was waren sie denn da? So um die 70 rum. Hier 385. Ja, aber nochmal, die haben Auftragsbücher, die sind sowas von voll. Da käme ich nie auf die Idee, irgendwas Short zu gehen. Vielleicht mal für 10 Euro, vielleicht für 30, okay, aber mehr nicht. Aber sehe ich keinen Grund. Technisch hoch, klar, überall. Vom Chart her am oberen Band, ja, dürften mal korrigieren. Sehe ich aber hier auf dem Monatschart überhaupt nicht. Mal gucken auf der Woche, da werden sie wahrscheinlich auch ziemlich hoch sein. Ja, kommen sie überall ein bisschen runter. Aber die haben sich nach dem Anstieg also jede Pause verdient. Erster gute Support ist dieser Bereich hier. Da sind wir bei 228. Das wären mal 40 Euro. Da würde ich mich nicht verrückt machen. Weil die machen dann wieder sowas hier. Gehen sie weiter hoch. Die können doch die Preise selbst bestimmen. Ja, dann rennen sie doch die Tür ein. Also vor dem Hintergrund, vielleicht gehen sie mal ein bisschen runter, aber Dips sind eher kaufenswert. Auf dem Tag gelten sie sogar schon als relativ tief. Ja, das machen die gut. Hier ist eine weitere Unterstützung, 256, gefolgt von eben 230, was da von hier hinten kommt. Also, ich finde, die sehen echt okay aus. Hier haben wir das MACD hochgeholt. Auch wenn sie jetzt hier noch ein bisschen fallen dürfen, glaube ich nicht, dass das irgendwie auf Sicht für die nächsten 2, 3 Monate irgendwie ein Short wird in Richtung hier 175 oder zwei, was sind das hier, 186. Das sehe ich nicht. Ja, für mich sind die sicher und das ist eine gut aufgestellte Firma, die machen kann, was sie will momentan. Also habe ich mal überhaupt keine Angst. Weiter geht's mit Bayer. Da bringen die am 11.05. die erste Quartalszahlen. Da gab es mal in den, ich glaube, 80er Jahren einen Aktionärsvertreter namens Fiebig. Der hat immer gesagt, Aktionäre sind dumm und frech. Dumm, weil sie kaufen und frech, weil sie fordern. Und die Hauptversammlung war wohl doch schon sehr laut. Und die werden einiges da wohl ändern müssen, auch mit der Vergütung der Vorstandsmitglieder. Mein Gott, ich glaube, Bayer sind da nicht die Schlimmsten. Es gibt, glaube ich, wesentlich schlimmere Vergütungsmodelle. Das ist der Monatschart und diesen Trendkanal, den kann ich eigentlich rausnehmen, weil wir haben den über Jahre, das ist das hier, das ist 2.10.2017 gehabt, dann sind wir raus, sind wieder aufgesetzt und sind jetzt weit davon entfernt. Ich lasse den aber zu Schulungszwecken drinne. Was ich auch jetzt rausnehmen kann, ist diese Linie hier. Die hat keine Bewandtnis mehr. Also vom Monat her sind die völlig in Ordnung. Im neutralen Bereich, in der Nähe der 20-Wochen-Linie. Also nichts Außergewöhnliches. Ich meine, die Story von Bayer ist halt immer diese Rückstellung von den Glyphosat-Geschichten. Ich behaupte mal, die setzen sich da durch und die kriegen auch Kohle und da wird wieder was kommen. Ob das viel sein wird oder nicht, das wage ich mal zu bezweifeln. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann haben wir hier Wochenchart. Sieht eigentlich fast gleich aus. Von der CD her gleich. Das gibt es zwar hier so ein bisschen, aber das ist nicht in so einem Extrembereich wie zum Beispiel hier. Ist nicht weiter schlimm, würde ich sagen. Neutral, neutral über einen Oszillator. Touchiert die 10-Tage-Linie bei 59,60. Guter Support hier. Das ist die 200-Wochen-Linie. Das war nicht die 10 Tage, die 10-Wochen-Linie. Das ist die 200-Wochen-Linie hier, die schwarze, die da reinkommt. Und das ist die 20-Wochen-Linie. Treffen sich in dem Bereich 56,5. Ist für mich auf jeden Fall auch nochmal eine Unterstützung. Was haben wir dann im Tag? Tag, Tag. So. Das war, glaube ich, die Geschichte mit dem neuen Vorstandschef. Ah, müsste so gewesen, ja doch, müsste so gewesen sein. Vom Tag her
Haben die sich jetzt schon aufgrund der Daten vom 18.04. bis Freitag schon wieder deutlich abgebaut? Also eine Initialzündung wird es geben über dem Bereich von 61,90. Ich sehe keinen Grund, jetzt hier ist die wichtige Unterstützung da, 55, eben waren es 56,5. Das sind also die verschiedenen Chartpunkte, hier, hier, hier. Und die 200-Tage-Linie. Vielleicht dürfen sie ein bisschen noch fallen, aber ich denke, Bayer wird also über den Sommer tendenziell eher weiter hier oben sein. Mir gefallen die, ich habe mit Bayer nicht eine Sekunde irgendwie ein Problem. Ich würde hier auch nicht short gehen. Sehe ich keinen Sinn drin. Deutsche Post bringt die Zahlen am 3.5. vorbörslich. Ich habe dort noch nie eine Position gehabt. Ich weiß, es ist mir irgendwie zu langweilig. Wie dem auch sei. Fetter Unterstützung hier im Bereich 20, jetzt waren sogar auch 60. Von der Technik her, ja, sind sie weiter im Steigen begriffen. Also die ganz lange Technik sieht noch ganz gut aus. Alleine jetzt hier momentan hier um die 20-Monatslinie rum neutral. Also da fällt mir im Moment hier auf Monatssicht gar nichts ein. Völlig neutral. Über die Woche gelten sie, wie viele andere Kollegen, als sehr hoch. 91 ist viel. Hier ist es völlig neutral über das MACD, auch nichts zu sehen. Wir haben mal an der 200-Wochen-Linie gespielt, das war hier. Und die verkuppelt sich gerade eben mit der 20-Wochen-Linie. Ja, gut, aber ich habe hier, schauen hier. Nee, da ist nichts. Ab hier werden sie ein bisschen interessanter, das ist die 47,5. So das letzte größere Zwischenhoch, das da. Auf Tagessicht. Ja, drehen sie auch nochmal hoch, geschuldet dem insgesamt positiven Markt in den letzten Tagen, drehen sie auch nochmal hoch auf normalem Niveau. Hier werden sie auch ein bisschen besser, haben sie untere Band gesehen. Da ist der Widerstand um die 44,02, um dann weiterzugehen. Ja, bis hier. 7,5, ne? Das wäre jetzt auch viel. Hier, da ist er. Da, die 47,30. Da ist der Widerstand. Ja, kann ich nichts zu sagen. Sieht okay aus. Ist nicht die Aktie meiner Wahl. Da gibt es, glaube ich, 39 bessere. So, als nächstes kommt die Telekom. Die lebt ja sehr viel von T-Online. Die haben am Donnerstag Zahlen gebracht und die sind halt nicht so toll. Wobei Telekom Unit meldet erneut Umsatz, also die US-Telekom Unit Umsatzrückgang, aber der Gewinn gestiegen. Ich meine, irgendwann, die machen einen super Job da. Irgendwann kommen die auch mal an ihr Limit. Ja. Aber das wird anscheinend enttäuschend aufgenommen. Finde ich ein bisschen komisch. Am 11.05. sollte das eher leicht negativ in den Quartalszahlen reinkommen. Vom Chart her, auch hier, wir sind noch hoch. Also ist der Monatschart. Aber das wird so langsam, wird sie so ein bisschen weich. Das ist ja für Telekom-Verhältnisse, sind die ja hier seit dem 1.3.22, also rund einem Jahr, sind die ja von 15 hoch auf 23. Da muss man schon zufrieden mit sein. Dann haben wir die Woche. Woche. Also Telekom, so ein Ding, das handle ich auch nie. Von der Woche her einer der ersten Werte, der sogar ein Verkaufssignal gibt. Über den Oszillator, über das MACD, am oberen Band, Außenband raus, ins Band rein. Das sieht nicht so prickelnd aus. Ich hatte die neulich schon mal, das war glaube ich irgendwann im Februar, ich gesagt, ich glaube nicht, dass die wie weitergehen, aber dann sind sie doch nochmal gestiegen, eben hier bis 23,12. Da war ich zu früh, schlicht zu früh, muss ich sagen. Aber das sieht alles danach aus, als ob sie wenigstens die 20-Wochen-Linie, das wäre dann noch dieser Chartpunkt hier, so bei 20,70 sehen. Muss ich momentan nicht long sein. Sehe ich nicht so. Mal gucken, was der Tag sagt. Der Tag. Ja. Mal schauen, hier gibt es so einen Trend, den kann ich durchaus mal ziehen. Ja. So und so. 20,5, da war die 20-Wochen-Linie, ne? Ja, also ich sehe das, hier kommt jetzt also auch erschwerend hinzu, 10 Tage gleitender Durchschnitt geht durch 20, auch negativ. Wir waren aus dem Band raus, haben es gerade noch mal reingerettet. Das muss man mal am Dienstag abwarten, aber wenn ich das hier alles sehe, sind sie bei mir nicht positiv. 20,5, wie gesagt, hier ist für mich der erste Punkt, das ist jetzt nicht viel, das sind noch 1,10 €. Danach geht es weiter mit dem Bereich hier um die 20. Muss ich nicht haben. Das war jetzt, glaube ich, der fünfte Film. Es soll noch zwei geben. Ja, einmal mit den ganzen Amis, so Adobe, Microsoft, Meta und Amazon.
Und dann noch einen anderen. Aber ehrlich gesagt, ich hänge hier mit nasaler Inkontinenz rum. Das ist ziemlich nervig. Ich weiß nicht, ob ich das heute hier am Montag schaffe. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, muss das halt ein bisschen warten. Tut mir leid, dass ich das nicht alles auf einmal hinkriege. Aber manchmal geht es halt einfach nicht. Ja? Sorry.